Was haben wir denn hier? Oh, wir sind schon wieder in Barcelona und in Runde 1. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal auf Start und Ziel. Das geht nicht lange und weit. You don't. You don't. Wisst ihr, deswegen sollten Leute weniger YouTube-Videos gucken von Kevin Estre, wie er 48 Leute überholt auf einer Runde Nürburgring. Eins null für den Bimmer. Ja, das ist halt causing a collision, ne? Ja, die Nordschleife wird nie in ACC kommen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber das ist halt causing a collision, ne? Wie gesagt, das ist immer solche Sachen. Das jetzt wirklich ohne Scheiß, das meine ich ernst. Solche Sachen sind immer ein ganz schmaler Grat zwischen du bist ein fucking Genie und jeder wird dich feiern für diesen Move. Also jeder würde dich feiern für diesen Move, dass du an der Seite gefahren bist und da dran vorbeigegangen bist. Würde dich jeder feiern, dass du das gemacht hast auf deinem Stream, wenn du da durchkommst, oder du bist ein Arschloch und hast verkackt, so wie jetzt gerade. Das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Wahnsinn und Genie. Und das war gerade Wahnsinn. Der Porsche zieht aber nach links. Der Porsche fährt ganz normal auf seiner Linie und der BMW ist außerhalb der Rennstrecke. Und das darfst du an der Stelle, ne? Das darfst du an der Stelle nicht außer Acht lassen, dass er halt versucht, über den Rasen, und er wird ja auch nicht schneller, das siehst du ja auch, ne? Also er pappt da ja einfach dran. Ne? So, weil dann an der Stelle, ich hatte nämlich selber auch schon so einen Fall, Jimmy, pass auf, bei Busstop. Bei Busstop bin ich ganz außen, also in den Busstop rein und dann hoch auf die Gerade und ich bin auch außen um den rumgefahren. War für mich in dem Moment auch so ein Estre-Move, wo ich gesagt habe, okay, war eine 20 von 10, aber du bist ja außerhalb der Strecke und verschaffst dir damit einen Vorteil. Und der BMW, dadurch, dass er jetzt außerhalb der Strecke fährt, mit einer Seite draußen, verschafft er sich ja in dem Moment einen Vorteil. Weil die Strecke ist ja gar nicht so breit. Also er ist ja im Grunde genommen gar nicht mehr auf der Strecke unterwegs zur Hälfte. Und an dieser Stelle musste das halt dann so werden, dass er sich dadurch jetzt einen Vorteil verschafft, dass er da fährt. Ne? Und der Porsche fährt ja ganz normal auf seiner Linie, also seine Linie, die er halt zum Anbremspunkt rüber fährt, sozusagen. Und da kannst du dem Porsche ja jetzt keinen Vorwurf machen, weil denn müssen wir ja irgendwann, wenn Leute auf dem Rasen fahren, müssen wir denen ja Platz machen. Und irgendwo muss das ja eine Grenze haben. Ne? Da war vorher, wie es auch schon da steht, da war auch schon kein Platz. Also da hat auch kein Auto hingepasst. Ne? Also das darf man jetzt hier an der Stelle nicht außer Acht lassen, dass er sich da Platz macht, wo gar kein Platz ist. So. Das ist causing a collision und ist eine 1-0. So, was haben wir denn? Alter Verwalter, heute ist aber, du, da bleiben nur noch die Premium-Fälle übrig. Seit dem neuen System gibt es nur noch Premium-Fälle. Der nächste Premium-Fall. Der nächste Premium-Fall, meine Damen und Herren. Ja gut, was soll er? Also jetzt wirklich, was soll er? Er hätte jetzt bremsen können irgendwie, damit er da dran vorbeikommt. Aber es ist halt an der Stelle schon ein ganz großer Fehler von dem anderen Ferrari, der einfach nicht auf der Bremse steht. Ich meine, wollte er rückwärts runterfahren auf die Schikane zu?
Ich meine, das kann hier ja alles passieren. Man muss dazu sagen, wir sind in den Rotplaketten unterwegs. Ne? Also ich denke mal, dass sie, dass dort nicht genug Rennerfahrung vorhanden ist, um die Bremse zu drücken. Wir sind hier noch im Bereich der Rotplaketten, also im Rookie-Bereich. So, was können wir denn jetzt hier an der Stelle mitgeben als Rat? Ziemlich simpel, einfach die Bremse treten und auf der Bremse stehen bleiben. Weil hätte er jetzt hier die Bremse getreten, wäre niemals so weit rausgerollt, mitten auf die Strecke rauf. Ne? Also, wenn ihr das habt, gewöhnt euch das einfach von Anfang an, egal in welchem Rennspiel, sofort die Bremse treten, nach dem Unfall. Sofort. Da kommt meistens nichts Gutes bei rum. In den wenigsten Fällen passiert da irgendwas, was Gutes. Es ist übrigens wieder Runde 1 an der Stelle. Es ist Runde 1 und da knallt's. Ich meine, dass er das Auto verloren hat, das ist passiert. Kann vorkommen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das ist uns allen, denke ich, schon mal passiert, dass wir ein Auto weggeschmissen haben. In Eau Rouge zum Beispiel. Ich möchte jetzt hier keinen angucken. Wir sind übrigens im letzten Fall angekommen des heutigen Tages. Es ist Barcelona, Turn 1, Runde 19. Also nicht das, was jetzt hier erwartet wurde. Nee, nee. The fuck? Hey! Also ich meine, wir haben heute super, super stark angefangen. Wir haben echt viel den Hammer geschwungen heute. Wir haben so doll den Hammer geschwungen, dass wir unser Brikett kaputt gemacht haben. Da können wir ja wohl bitte auch mal mit so einem Fall aufhören, oder? Da können wir auch mal mit so einem Fall aufhören. Einfach mal geblockt auf der Geraden. Schön. Das ist keine Strafe? Sag mal, was soll? Sag mal, Tim, wie? Das ist keine Strafe. The fuck? Willst du das jetzt durchwinken und no further action machen, Tim? Moment. Was willst du denn da geben? Na, Maga, das ist intentional blocken. Du blockst den Fahrer vor dir. Das sind 0,3 Safety Rating. Und das steht auch im Strafenkatalog drin. Das sind 0,3 Safety Rating, die du abgezogen kriegst. Und das ist heute die schwächste Strafe im letzten Fall. Das ist doch nie No Further Action. Nein, ist es auch nicht. Das sind 0,3 Safety Rating und 5 Sekunden Time Penalty. So ein Ding ist das. Und mit diesem wunderschönen und einfachen Fall schließen wir die heutige Sitzung. Ich habe leider nichts mehr zum Draufhämmern. Deswegen, wir machen einfach so, weil das Ding ist kaputt. Das muss ich noch ein bisschen heil machen. Es war eine sehr schöne Episode. Heute war sehr viel los. Ich glaube, wir haben noch nie in der ganzen Zeit so viele Leute rausgehauen. Tschüss. Vielen Dank und lassen Sie sich gut gehen. Viel Spaß mit Dizzy. Dann.